Hallo und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. In der letzten Folge waren wir auf der Geburtstagsfeier von unserem Neffen. Und ja, da gab es einen bösen Telefonstreich. Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie betrügen muss. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Mission beendet. So. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Ich möchte hier ungern mit der... Ich möchte hier ehrlich gesagt ungern mit der Waffe rumlaufen, aber... Okay. Eine Hackergruppe, die sich selbst DedSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTOS anfällig für Angriffe von außen sei. Die Gruppe sagte, dass sogenannte Auftragshacker das System leicht für den Höchstbietenden manipulieren können, auch für Terroristen. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. DedSec beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. Okay. Okay, also, wir müssen jetzt zu diesem, Kontrollpunkt da vorne. Und dazu bräuchte ich ein Fahrzeug. Warum halten die denn hier alle? Ist da jemand drin? Nicht? Na gut, dann, machen wir uns einfach mal so auf den Weg. Nee, die Hecke brücken wir jetzt nicht. Die Brücke hacken wir jetzt nicht, so rum. Sondern wir machen mal hier weiter mit der Mission. Ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt unser Plan ist. Wir wollen das Handy ausfindig machen. Oder so. Stellen wir mal so ganz souverän aus. Und... Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Kaufen Sie das Sturmgewehr 416. Okay. Wie geht's Ihnen? Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Gut, dass ich genug Geld habe. Kaufen. Munition ist voll. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Okay. Also wie ihr sicherlich schon mitgekriegt habt, dieses CTOS, also CT, ist ein Netzwerk, was alles umfasst. Und ja, das ist natürlich nicht so praktisch, denn es ist natürlich sehr hackanfällig. Was ist denn hier alles? Ganz schön viel. Okay.
Wir gehen einfach mal zur Kampagne rüber. Und schauen mal. Achso. Was wir hier so machen können. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas auf dem Weg. Irgendwas Nettes. Zum Beispiel dieses Ding. Toll. So. Ist ja gar nicht so weit. Ich finde es gerade mega cool, dass es regnet. Das ist so. Das macht diese ganze Hacker-Stimmung irgendwie nochmal um einiges cooler. Aber das Spiel wirkt auch um einiges ungemütlicher. Keine Ahnung, und setzt einen Haufen Geld und weißt du was? Er gewinnt. Er bekommt also von dem Typen 10 Riesen. Und am nächsten Tag weg. Den Typen wird man nicht wiedersehen. Oh. Auch nicht so geil, ne? Okay, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hier lang müssen. Das sind 600 Meter, die kann man noch mal kurz laufen. Gehen wir mal hier einfach so eine Sehenswürdigkeit hoch. So. War ich nicht. Was? Ist was passiert? Wir laufen jetzt mal dahin, weil ich mir ja mal ein bisschen die Gegend angucken möchte, ehrlich gesagt. Kann ich helfen? Alle grinsen, lachen, geben mir Furzküsse auf den Bauch. Tut mir leid. Es geht schon. Okay, Furzküsse auf den Bauch. Gut, also von mir aus kein Problem. Achtung. Es ist mir doch ein bisschen zu weit. Neue Sehenswürdigkeit in der Nähe zum Anmelden. Ach, guck mal. Newbie, Glückwunsch zu Ihrer ersten Anmeldung. Fortfahren. Ach, das ist so cool, was es hier alles gibt. Mehr Details. Ein großes, altes Gebäude, das schon einige Diebe gesehen hat. Eines Tages im September 1933 benutzte der Bankräuber Alvin Karpis Maschinengewehre und Rauchbomben, um die Bank auszurauben. Er lud 5 Säcke in seinen Wagen und floh direkt in Richtung einer Unfallstelle. Als ein Polizeibeamter den Unfall untersuchen wollte, schoss Karpis ihn nieder und stahl sich einen anderen Wagen. Nach der Flucht in seinen Unterschlupf aus der Südseite der Stadt stellte er fest, dass er sich bei seinen Diebesgut nur um Postsäcke gehandelt hatte. Ja, geil. Okay, wir können uns hier auch noch Sehenswürdigkeiten abholen. Sehr nett. Und wir haben ein Geschenk erhalten. Das ist doch so cool. Das ist so cool. Das ist... Wenn es das in echt gäbe, ne? Gefährlich, aber auch cool. Was tut es hier gerade? Okay. Deponierte Geschenke, Bargeld. Okay, ich verstehe es gerade nicht ganz. Wir gehen mal wieder hier raus. Die holen ja jetzt gerade nicht um mich, ne? Naja, ist nur Krankenwagen. Wie cool, dass hier auch Krankenwagen langfahren. Das ist doch echt, echt saugeil. Ups. So. Und die Fahrzeuge lassen sich echt alle unterschiedlich steuern. Das ist echt ziemlich krass. So. Und ich laber wieder etwas lauter. Aber ich muss auch sagen, dass die Fahrzeuge sich doof steuern lassen. Muss man einfach mal so sagen. Die sind, haben so ein... Entweder sind die... sehr schwerfällig oder lenken so instant. Upsala. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade einen großen Fehler getan habe. Ich denke nicht, dass ich das hätte tun sollen. Ist denn die Maus jetzt wieder so lahm?
das ist Kamera? Eine Helmkamera oder was? Oh, ah, okay, da komme ich direkt zurück. Das ist süß, danke. Ja, scheiße, na super, klasse, da muss ich doch hin. Ja, machen wir es halt auf die laute Art, würde ich sagen, ne? Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Leise und laut, wir machen es laut. So, jetzt würde ich mich gerne nochmal in die Kamera reinhacken, kann ich nicht. Gut. Ja, ich hoffe, wir haben hier einen guten Speicherpunkt, aber das wollte ich eh nochmal neu machen, das habe ich jetzt total vermasselt. Da einfach reinzufahren war jetzt wirklich eine doofe Idee. So, das hat jetzt aber, das ist jetzt aber gut. Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Wir müssen uns dafür in die Kamera hacken. Und jetzt brauchen wir eine Wache mit dem Zugangscode. Zu Ihrer Information, wir haben den Bereich der Prüfung erhalten. Der Bericht natürlich. Und er sagt, Sie hätten versucht, ihn zu bestechen. Deshalb können wir Ihnen keinen Kredit anbieten. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich chatte auch immer mit der Bank. So. Sprengen? Nee, das wäre jetzt ziemlich doof. Wir brauchen... Kauft gestohlene Autos? Ablenkungsmöglichkeit entdeckt. Okay. Versuchen wir uns mal in die Kamera hier erstmal zu hacken. Ich hab schon Hallus, ey. Was willst du denn suchen? Hier ist doch gar nichts. So. Jetzt würde ich das da gerne sprengen. Ich glaube zwar nicht, dass denn das... Ach doch! Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das die tatsächlich ablenkt sehr. Aber gut. Da ist noch mehr. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Nichts gefunden. Ich sehe mal da drüben nach. Hier ist nichts, ich geh weiter. Das ist jetzt doof. Hier ist nichts zu sehen. Ich geh weiter. Ich geh weiter. So. Ach, die kommen mir alle zu nah. Schnell das Tor mal zumachen. Kann ich die nicht irgendwie mit was anderem noch ablenken? Hier ist noch eine Kamera. Ich habe auf jeden Fall den einen schon mal ausgeschaltet. Jetzt locke ich die mal da hinten hin. Huch, was war das denn? Das ist irgendwie Bullet Time oder sowas. So, ich versuche mich mal hier herumzuschleichen. Das klappt aber nicht so gut. Es sind sehr viele Wachen. Ich muss da vorne direkt ins Gebäude rein. Was soll das hier? Oh, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Guter
muss ich denn jetzt hin? Scheiße. Gut, dass man die sieht vorher. Das hilft echt weiter. Ich hoffe jetzt von unten. Ne, da kommt keiner. Seht euch um. Nachladen. So, vielleicht sollte ich jetzt hier nicht so lange rummachen, weil die kommen doch garantiert jetzt hoch. Bisschen Angst jetzt hier. Scheiße. Ich stelle mich jetzt hier mal offen hin. Oh, nicht so gut. Nicht so gut. So. Nachladen schon wieder. Okay, das habe ich geschafft. Wo muss ich denn hin? Ach, da. Ach so. Den hatte ich schon. Gut, jetzt haben wir den Zugangscode. Und jetzt können wir uns hier vorne... Ne, anlocken ist jetzt eine doofe Sache, finde ich. So. Ach du Scheiße. Ach so, ist das ein Minispiel oder was? Cool. Ja, jetzt ist die Tür offen, ne? Ach, wie cool ist das denn? Ja, geil. Wenn Hacken so einfach wäre. Oh, oh. Oh. So. Sind wir im Netzwerk. Aber wie cool ist das denn, Mann? Ah! Ah, was ist das aber? Ich verstehe es gerade nicht ganz, was da abgeht. Scheint nur ein Video zu sein. Was war das? Das ist doch eine Privatwohnung. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Kein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. Du hässliche Schlampe. Du bist ein elendes Miststück. Du hast mein Leben zerstört, du alte Schabracke. Und jetzt schlitz ich dir die Kehle auf und quetsch deinen Kopf ins Gewürzregal. Ja, ja, mein Hase. Mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Okay? Okay, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Du blöde Fotze! Okay. Schwachstelle erkannt. Hacke um Videomaterial. Machen wir weiter. Also es sind jetzt Privatvideos, also aus den Kameras, aus den Wohnungen. Lecker Spanner. Das Video habe ich dabei, das erste habe ich jetzt nicht verstanden, was das ist. So, und bevor wir jetzt diesen hackbaren CTOS-Zugangspunkt hacken, das war sehr dumm, Stefan. Egal. Begeben wir uns in die nächste Folge von Watch Dogs. Also dann, bis morgen. Tschüss.